Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch ganz einfach die braune Jogger euch abspeichern könnt. Und mit dieser gleichen Methode könnt ihr euch auch die Duffelbag von einem Outfit auf das andere Outfit übertragen. Und ja, dafür braucht ihr einfach nur eine Korsatka. Und ja, wenn ihr die habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, wir begeben uns einfach in die Korsatka, gehen dann hinten zu den Taucherflaschen hin. Ja, wir müssen uns einmal als CCO registrieren. Dann gehen wir auf Verwaltung, auf Stil und dort suchen wir dann das Outfit aus, was wir uns ganz einfach abspeichern wollen. In meinem Fall ist das Kriegsherr-Outfit. Dann gehen wir zu den Taucherflaschen hin, drücken dann Steuerkreuz nach rechts. Als nächstes einfach nur noch als CO dann wieder abmelden, dann drücken wir nochmal Steuerkreuz nach rechts und ihr seht, wir haben das Outfit wieder an und sind nicht mehr als CO registriert. Und ja, als nächstes können wir das Outfit ganz einfach abspeichern und ja, begeben uns dafür einfach zum Bekleidungsladen. So, sind wir dann beim Bekleidungsladen angekommen, können wir das Outfit dann ganz einfach abspeichern und ja, ihr könnt das Outfit dann auch noch ganz, wie ihr wollt, dann ganz einfach umgestalten. Das ist auch gar kein Problem, also die Hose geht auch nicht verloren. Ihr seht, ich habe auch gerade mal alle Teile runtergenommen. Ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem mit der Jogger und ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter mit der Duffelbag. So, um die Duffelbag dann einfach zu übertragen, gehen wir auch wieder in die Korsatka hinten rein. Dann wählen wir einmal das Outfit aus, wo die Duffelbag drauf ist, die wir uns dann übertragen wollen. In meinem Fall ist es jetzt diese grüne OG Duffelbag, das Outfit wähle ich aus. Dann registrieren wir uns einmal als CEO. Haben wir uns dann als CEO registriert, wählen wir dann das Outfit aus, wo die Duffelbag drauf soll. Dann gehen wir hinten zu den Taucherflaschen einfach hin, drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts. Dann seht ihr, wir haben das Taucheroutfit an. Ist auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir CEO, Verwaltung, Stil, einmal CEO, Stil, Outfit, rechts, links switchen. Dann gehen wir zurück auf Stil und wählen dann das Outfit aus, wo die Duffelbag drauf ist. Bestätigen das dann einmal. Dann gehen wir aus dem Menü wieder raus. Drücken dann noch einmal Steuerkreuz nach rechts und ihr seht, die Duffelbag hat sich übertragen. Und ja, die können wir dann auch ganz einfach dann abspeichern. Dafür fliegen wir in der Nähe von uns von Masten geladen. Einfach mit einer Oppressor oder irgendwas. Springt dann ab. Ja, zieht dann den Fallschirm. Und nun müsst ihr in die Richtung vom Masten geladen hinfliegen. So, da vorne ist der Mastengeladen, einfach gegenfliegen. Und dann sofort Steuerkreuz nach rechts einfach durchspammen. Steuerkreuz rechts durchspammen und dann werden wir jetzt ins Menü geladen, perfekt. Und können das Outfit dann ganz einfach abspeichern. Und ja Leute, das war es dann eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.